Ja, guten Morgen, liebe Wander- und Outdoor-Freunde. Wie gesagt, heute starte ich meine letzte Tour meiner Serie 60 Kilometer durchs obere Donautal. Ich starte hier bei der Burg Wildenstein und mein Ziel für heute ist dann, wie schon erwähnt, Friedingen, der Bahnhof. Würde mich freuen, wenn ihr beim letzten Teil wieder dabei seid. Ich bin mir sicher, es gibt wieder einiges an tollen Aussichtspunkten zu sehen. Ich werde jetzt gleich noch zum Frühstück gehen in der Burg und dann breche ich auf. Ich melde mich dann immer mal wieder zwischendurch. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis später. Und so geht es also los. Aufbruch zur letzten Etappe. Und hier kriegt man mal einen Eindruck von dem Kommandanturturm, wie hoch der ist und die gewaltige Mauernstärke. Ja, und die, wo meine Videos schon gesehen haben, die wissen, dass ich hier schon mal runtergelaufen bin, die Treppenstufen. Hier geht es jetzt erstmal runter für mich. Ja, und jetzt stehe ich schon auf dem Donausteg hier. Hier oberhalb thront die Burg Wildenstein auf den Felsen, wo ich jetzt heute Morgen meine Wandertour begonnen habe. Hier oberhalb ist dann noch der Bandfelsen, wo ich gestern drauf gestanden bin, wo es ziemlich stürmisch war. Und hier eben die Donau, wie sie fließt. Und auf der Seite sieht man dann schon den Eichfelsen, wo ich nachher dann noch vorbeilaufen möchte. Aber jetzt geht es erstmal noch weiter in die Richtung hier. Und hier stehe ich jetzt am
schönen Aussichtspunkt mit dem Namen Vögelesruh. Hier hat man einen richtig tollen Blick ins Donautal runter. Noch ist alles teilweise Wolkenverhänger, aber vielleicht lichtet sich das noch ein bisschen im Lauf des Tages. Also, dann würde ich sagen, weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt bin ich gleich wieder oben. Hier sind wir schon am Felsenkräutergarten von Irndorf. Und hier sind wir jetzt schon auf direktem Wege zum Aussichtspunkt Eichfelsen. Die Burg oder das Schloss Werrenberg sieht man leider nicht. Jetzt gehen wir mal noch voll runter zum Aussichtspunkt. Und hier sind wir ja, hinter den Wolkenschwaden, da wäre das Schloss Werrenberg. Versteckt sich heute Morgen noch. Und hier gegenüber die Burg Wildenstein, wo ich heute Morgen losgelaufen bin. Und hier unten die kleine Wiese, wo ich vorhin dran vorbeigelaufen bin. Ja, jetzt bin ich hier hochgeschnauft zum Aussichtspunkt Eichfelsen. Habe eine tolle Aussicht hier ins Donautal runter. Die genieße ich jetzt noch ein paar Minuten, bevor es dann weitergeht, vor zum Aussichtspunkt Rauer Stein. Weil jetzt gerade Faschingssaison ist, habe ich da vorne schon so ein paar Trommler vernommen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, aber ich denke mal, dass da vorne vielleicht was abgehen könnte mit Fasching und Karnevalsumzug. Mal schauen. Auf jeden Fall genieße ich jetzt hier noch ein bisschen die Ruhe am Eichfelsen, bevor es dann weitergeht.
Und jetzt geht es weiter zum Aussichtspunkt Rauer Stein. Dann bin ich mal gespannt, ob wir dort noch ein paar Trommler und Pfeifer begegnen. Und hier mal wieder ein toller Blick runter ins Donautal und rüber zur Burg Wildenstein. Ja, die Verpflegung auf der Burg Wildenstein, die ist echt jedes Mal klasse. Also gestern Abend, da war ich wirklich fertig. Und dann gab es da so ein tolles, leckeres Abendessen mit Schweineländchen und Schnitzel, Kartoffeln, Gemüse, Knödel, ein ganzes Salatbuffet, Nachtisch, Tee, Wasser. Also richtig umfangreiches Abendessen und auch das Frühstück heute Morgen. Alles da, was man so braucht. Warme Brötchen, Marmelade, Wurst, Kaffee, Kakao. Das hat mir jetzt nochmal so ein richtiger Energieimpuls gegeben. Und jetzt bin ich so richtig frisch gestärkt und kann die letzte Wandertour nochmal so richtig gut angehen. Dann als nächstes, wie gesagt, komme ich jetzt zum Aussichtspunkt Rauer Stein. Da bin ich mal gespannt. Und hier laufe ich jetzt gerade in großen Schritten auf das Wanderheim Rauer Stein zu. Auch eine schöne Unterkunft für Wanderer. Mit tollem Blick ins Donautal und rüber zur Burg Wildenstein. Ist ziemlich preiswert. Und man ist auch mitten in der Natur. Und mit großem Spielplatz drumherum und Feuerstelle. Also richtig tolles Wanderheim hier. Und jetzt laufe ich schon direkt auf den Aussichtspunkt Rauer Stein hinzu. Und man sieht auch schon von hier, dass das auch wieder ein sehr spektakulärer Aussichtspunkt ist. Vielleicht sogar einer von den spektakulärsten überhaupt hier im Donautal. Weil man sieht halt in mehrere Richtungen. Und da sind wir auch wieder ein super Blick ins Tal runter. Ganz gemächlich verläuft die Donau da unter. Schöne Eisenbahnstrecke der Donautalbahn. Und da oben auf den Felsen, da drohen sie, die Burg Wildenstein. Die Straße, wie sie sich durchs Donautal schlängelt, durch die Tunnel durch. Richtig schöne Gegend. Und hier auch noch der Blick in die andere Richtung, wo es dann auch nachher noch für mich weitergeht. Da hinter den Baumwipfeln sieht man schon ganz leicht das Kloster von Beuron. Und ganz dahinter ist dann wahrscheinlich auch schon der
Knopfmacher, Aussichtspunkt und das Kriegerdenkmal. Man kann es auch schon ganz leicht erkennen. Auch noch ein paar Punkte, wo ich heute noch dran vorbeikommen werde. Ja, und jetzt bin ich schon hier am Aussichtspunkt Rauer Stein. Hinter mir das wunderschöne Donautal. Oben auf den Felsen die Burg Wildenstein, wie schon erwähnt. Toller Blick hier runter ins Tal. Jetzt fängt es dann langsam an wieder mit Nieseln. Deshalb laufe ich jetzt auch gleich weiter. Und melde mich dann nachher wieder bei der nächsten Sehenswürdigkeit. Also weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Und hier nochmal der Aussichtspunkt. Rechts die Felsformation. Das müsste dann schon, obwohl nicht ganz, aber vielleicht schon der Alpenblick sein. So nennt sich der Aussichtspunkt. Und hier nochmal ein letzter Blick zum Wanderheim Rauer Stein, bevor es für mich links des Weges geht. Ne, es geht nicht links des Weges, es geht erstmal noch geradeaus weiter und dann links. Dann können wir uns gleich das Wanderheim nochmal aus direkter Nähe anschauen. Und hier sind wir beim nächsten Aussichtspunkt. Diesmal mit Blick über Beuron und das Kloster Beuron. Noch ganz leicht die Burg Wildenstein zu erkennen. Ja, und wie gesagt, hinter mir jetzt der Ort Beuron mit dem bekannten Kloster Beuron. Auch immer wieder eine Sehenswürdigkeit. Jetzt hier im Februar ist noch relativ wenig los. Sonst, wenn es warm ist im Frühjahr, im Sommer, dann ist hier
einiges mehr los. Besucher vom Kloster Beuron und vom Donautal, die starten oft hier vom Parkplatz unten vom Kloster Beuron zu Wandertouren und zu Besichtigungen vom Kloster. Aber ich genieße jetzt hier einfach noch ein bisschen den Moment und den Ausblick, bevor es dann demnächst wieder weitergeht. Also bis später. Was für ein toller Empfang hier in Beuron. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass für mich extra hier heute die Kirchglocken geläutet werden. Aber vielleicht ist das ja auch normal. Aber das hat was mit Fasching zu tun. Auf jeden Fall schöne Sache, wenn man ins Tal gelaufen kommt und die Kirchglocken läuten. Ja, da oben zwischen den Bäumen, da sieht man den Fels, wo ich vorhin noch oben drauf gestanden bin. Und hier rechts das schöne Kloster Beuron im gleichnamigen Ort Beuron. Und hier sind wir in Beuron. Hier die tolle Holzbrücke. Und dahinter das Kloster Beuron. Und hier auf dem Straßenschild steht schon mein Ziel dran. Friedingen, 8 Kilometer auf der Straße. Ja, jetzt habe ich noch etwa 10 Kilometer vor mir bis zu meinem Ziel, den Bahnhof in Friedingen. Dann ist meine 60 Kilometer Tour einmal durchs obere Donautal vorbei. Aber bis ich da bin, kommen noch einige schöne Aussichtspunkte. Aber wenn man sich das so überlegt, mit dem Auto fährt man von Friedingen bis Sigmaringen etwa eine Dreiviertelstunde und ich bin jetzt hier schon seit 2 Tagen unterwegs. Insgesamt laufe ich dann 3 Tage 60 Kilometer einmal durchs obere Donautal. Ja, aber das hatte ich schon länger mal so geplant und jetzt habe ich es endlich in die Tat umgesetzt. Und bin jetzt auch richtig froh, dass ich es gemacht habe, denn das Laufen tut richtig gut und mit jedem Kilometer mehr kommt immer mehr das gute Gefühl, dass man es geschafft hat und dass man es packen kann, wenn man es will. Genau. Und da vorne zwischen den Bäumen, da kann man es schon erkennen, das sogenannte Kriegerdenkmal. Da laufe ich jetzt gleich noch hin. Auch nochmal ein richtig toller Aussichtspunkt hier, wo ich jedes Mal gern vorbeikomme, wenn ich hier im Donautal unterwegs bin. Hier der dazugehörige Soldatenfriedhof. Hier ruhen 84 Soldaten aus den verschiedenen Kriegen.
Und hier bin ich am Kriegerdenkmal vom Soldatenfriedhof. Und jetzt genieße ich hier noch ein bisschen den spektakulären Blick ins Donautal. Hier unter der Donautalradweg. Und da hinten das schöne Kloster Beuron. Und die Felsen mit dem Aussichtspunkt, wo ich vorhin noch draufgestanden bin. Ja, jetzt bin ich hier am Aussichtspunkt vom Kriegerdenkmal. Genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht runter ins Tal. Mache hier gleich noch eine kurze Pause, trinke noch mal was, bevor es dann weitergeht. Noch ein Stück aufwärts zum Berghaus Knopfmacher und zum Knopfmacher Aussichtspunkt. Spätestens dort melde ich mich dann auch wieder. Also bis dann, weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und an dem schönen Bänkle hier mit der tollen Aussicht, da lege ich jetzt, wie gesagt, noch eine kurze Rast ein. Hier sieht man es nochmal von unten, das Kriegerdenkmal. Ja, das ist die Richtung, wo ich jetzt herkomme. Jetzt bin ich schon wieder oben auf der Hochfläche. Und hier den Weg entlang geht es jetzt dann weiter Richtung Knopfmacher Berghaus. Und hier steht es dran, Knopfmacherfels, noch 1 Kilometer. Friedingen ist auch schon angegeben mit 5 Kilometern. Das Stiegelesfels, da komme ich auch noch vorbei.
und den Leibfelsen, den nehme ich auch noch mit. Also alle vier mit einer Klappe sozusagen. Und hier kriegt man schon einen ersten Eindruck, was man dann vom Knopfmacher-Aussichtspunkt noch so richtig sieht. Und hier der phänomenale Blick runter ins Donautal. Und jetzt gehen wir aber vollends runter zum Aussichtspunkt Knopfmacher. Und da sind wir auf dem sagenumwobenen Aussichtspunkt Knopfmacher. Hier der grandiose Blick runter zum Jägerhaus und zum Schloss Bronnen auf dem Felsen oben. Und hier die tolle Aussicht runter ins Donautal Richtung Kloster Beuron. Und hier stehe ich jetzt ganz allein auf dem Aussichtspunkt Knopfmacher mit Blick runter ins Donautal. Hinter mir das Jägerhaus und das Schloss Bronnen, wie schon erwähnt. Und in diese Blickrichtung dann das Kloster Beuron. Einfach ein phänomenaler Blick hier runter, kann man nicht anders sagen. Und es ist gerade mal eine Wohltat, wenn man hier allein unterwegs ist. Sonst ist hier das Getümmel. Aber heute habe ich das Glück für mich, den Aussichtspunkt für mich allein zu haben. Und das genieße ich jetzt hier noch einen Augenblick, bevor es dann weitergeht. Und hier das Berghaus Knopfmacher. Und hier führt mich jetzt der Weg runter, direkt an die Donau zum Jägerhaus.
Und hier der Zeltplatz mit Gruppenhaus. Ich meine, das ist zur Umgebung oder zum Bezirk Tuttlingen gehört. Schön hier, idyllisch der Platz im Donautal, eingebettet zwischen den Felsen. Wirklich ein schöner Platz zum Zelten. Und hier bin ich jetzt am Jägerhaus von Friedingen. Echt sehr schön gelegen hier im Donautal. Hier vorne, da rauscht die Donau. Jetzt ist auch keine Möglichkeit rüberzukommen. Die Steine, die Felsbrocken sind weg. Die werden wahrscheinlich erst im Frühjahr wieder angebracht, damit man die Donau hier überqueren kann. Ist auch kein Problem, denn ich wollte hier nur kurz vorbeigucken. Und jetzt genieße ich hier noch kurz den Augenblick. So, jetzt stehe ich hier mal wieder auf einem tollen Aussichtspunkt mit Blick runter ins Donautal. Bin doch noch leicht verschwitzt, wenn es hier im Donautal irgendwo der Buckel hochgeht, dann halt meistens gleich richtig. Aber jetzt bin ich dann so langsam auf der Höhe und dann geht es ab jetzt dann bald bloß noch bergab. Habe jetzt noch etwa 5 Kilometer. Bis zu meinem Ziel Friedingen und bis dahin genieße ich noch den Rest von der Wandertour. Ich hoffe, euch gefällt es auch und dann bis später, Leute. Und hier ein letzter Blick zum Jägerhaus runter.
im Aussichtspunkt Stiege des Fels. Da drüben sieht man die Ruine Kallenfels oder Kallenstein. Und unten im Tal das Donautal. Hier eine kleine Kapelle, wo ich schon mal vorbeigelaufen bin, mit Sonnenuhr. So, jetzt habe ich mich noch mal kurz gechanged. Ich habe mein T-Shirt und mein Pullover gewechselt. Da war es schon komplett durchnässt. Und jetzt habe ich wieder trockene Sache an. Da läuft es sich gleich wieder viel angenehmer. Bei dem frischen Wind muss man doch ganz schön aufpassen. Da hat man sich dann schnell erkältet, wenn man sich zu lang irgendwo aufhält, wo es zu eik sieht. Aber jetzt habe ich noch etwa 3,5 Kilometer vor mir. Und dann bin ich an meinem Ziel, dem Bahnhof in Friedingen. Also ich würde sagen, Leute, Endspurt. Und hier bin ich jetzt noch auf dem sogenannten Leibfels. Hier unten sind nur noch die Ziegelhütte vom Donautal. Es ist schon windig geworden. Verläuft die Donau und hier geradeaus sozusagen, da liegt dann schon Friedingen, mein Ziel. Und hier der Skihang und die Skihütte von Friedingen. Unten im Tal liegt dann Friedingen. Man hört Blasmusik. Da scheint wohl eine Faschingsveranstaltung zu sein. Oder sie empfangen mich mit einem Empfangskomitee. Aber das glaube ich eher nicht. Ja, Leute. Meine 3-Tagestour, 60 Kilometer durchs Donautal, neigt sich so langsam dem Ende hin. Ich habe jetzt noch etwa 1,5 Kilometer bis zum Bahnhof in Friedingen.
Von dort fahre ich dann mit der Bahn nach Sigmaringen und von Sigmaringen dann mit meinem Auto nach Hause. Ich hoffe, euch hat meine Tour, meine 3-Tages-Tour gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen hoch gibt für die 3 Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Und hier noch ein paar Impressionen von Friedingen. Auf dem Hügel scheint auch noch ein Aussichtsturm zu sein. Hat auch eine tolle Lage da oben. Und hier der Bahnhof von Friedingen, wo es für mich jetzt dann bald zurückgeht nach Sigmaringen. Wie gesagt, jetzt bin ich hier in Friedingen an meinem Ziel angekommen. Jetzt warte ich noch auf den Zug und dann geht es zurück nach Sigmaringen.